Oh, warte mal, wir haben noch die gelben Kisten, richtig? Hier, mach mal eine gelbe Kiste draus, dann kann der Stein auch verarbeitet werden. Genau, hier wollten wir einmal rüber. So, dann einmal füllen, bitte. Und hier das Ganze spiegeln. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich kann die hier nicht setzen. Ich kann die nur ein Feld weiter unten setzen. Also wenn ich da jetzt noch einen dran setzen würde. Nimm mal... Ne, bauen wir mal bitte eine Secondary Steam Engine 1. So. Setz die so hin, wie sie stehen sollte. Und leg dann das Muster da an. Hier. Das sieht richtig schick aus. Also eigentlich hier. Ja. Das heißt... Genau auf der Höhe, wie der Fitzel da ist, den Fitzel weiterziehen. Dann sollte es hier hinhauen, ne? Weil hier wird das eine, die eine Pumpe wird das jetzt, kannst die ganz oben linke Pumpe in unser Muster hier. Die ist jetzt rot-rot. Sobald sie da auf den Fitzel kommt, wird sie grün. Also wenn ich den Fitzel da bloß erweitere, ist alles gut. Jetzt bitte keinen Fehler. Genau, mach erstmal so und guck dann. Nee, reicht nicht. Es muss wirklich die Höhe da sein. Okay. Ein Fehler. Sehr gut. Das heißt, ich... Haben wir da oben rum eine Verbindung? Ja. Das heißt, die beiden können weg. Dadurch geht nichts verloren. Und jetzt können wir das Ganze komplett einmal hier spiegeln. Zack. Wir haben nur noch die Komponenten, um das alles aufzubauen, aber die Roboter könnten schon mal anfangen. Das heißt, oben haben wir einen Dreierblock und einen Viererblock. Ich muss gucken, wie das denn hinhaut. Also die Farben werden wahrscheinlich anders sein. Das heißt, hier unten werden wahrscheinlich nur einer sein. Aber was macht ihr da? Ach, die alten Poles. Oh, das ist aber nett von euch. Okay, die können wir schon mal setzen. Also wir müssten jetzt theoretisch die ganzen Liquid-Händler bauen. Wir müssten die richtig vielen blauen Kisten bauen. Die ganzen Steam-Engines. Und dann alles nach und nach ins System schmeißen. Pff, ja. Ist eine Menge Arbeit. Kannst ja schon mal ein paar Boiler bauen. So, ein bisschen beschäftigt. Tungsten wollte ich noch holen. Und ich wollte hier so lange rumeiern, bis ich genug Stahl habe, um die Dinger hier zu Ende zu bauen. Zwei davon. Wo ist meine Tungstenanlage gewesen? Hier. Da. Mehr als genug. Okay. Also, Tungsten haben wir. Die MK1-Armor haben wir. Die wir gar nicht brauchen übrigens. Okay. Bis auf 5 jeweils. Ja. Ja. Warum steht da, wir haben 3 von 5 Effectivity-Module? Die werden noch gerade erst hergestellt. Also er weiß schon, dass die bereits in der Arbeit sind und bald fertig sind. Deswegen zählt er sie schon mit dazu. Das ist sehr entgegenkommend von dir. Also wird das jetzt... 4 von 5. Ja, okay, okay. Mops ich mir noch ein bisschen Stahl. 5 von 5. Fehlen nur noch 2 mal die blauen. Okay. Also muss ich jetzt nur genau Stahl mopsen, um zweimal die blauen zu machen. Wow, her damit. Und reduziert das bitte auf 10. So. Zweimal die blauen. Jetzt müsste ich alles haben, um das Ding zu bauen. Hinten ran. Also wir haben eine etwas längere Liste. Das wird jetzt auch ein bisschen länger dauern. Aber wenn das durch ist, haben wir genug. Also haben wir die Power Armor und K2. Das heißt, ich müsste jetzt nur irgendwas machen, was kein Crafting braucht. Das heißt, ich kann nicht töten gehen, weil fürs Töten brauchte ich die Slowdown-Kapseln. Könnte ich eine Fabrik für machen, aber ne, Stahl,
Ist immer noch so ein Problem. Ich kann ein bisschen auf die Zahlen starren. Eisen sieht immer noch gut aus. Stahl nicht existent. Kupfer nicht existent. Ist doch doof. Habe ich Schmelzöfen dabei? Nö. Müsste ich also auch herstellen. Geht dementsprechend auch nicht. Kann mein Inventar ausmüllen, aber das ist nicht so wirklich spannend. Ich sollte die ganzen Leichen mal in ein Ding fokussieren. Hier, ne? Ja. Zack, 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 zack. Zack. Her damit. Die brauche ich, glaube ich, auch noch. Sind schon ein paar. Können wir die Chitinmauer einfach so bauen? 25 Chitin. Und die Leichen bringen wie viel? Immer so eine, nicht King, sondern eine Big Leiche. Medium bringt 2. Big bringt 3. Ja, so ein Dutzend oder so. Oder 20 vielleicht. Mauern könnten wir bauen. Aber wir haben so viel Fläche. Ich denke, die Chitinmauern wird erst machbar sein, wenn wir wieder in der Phase sind, wo wir durchgehend angegriffen werden. Und wo wir es auch wollen, dass wir durchgehend angegriffen werden. Dauert also noch. Oh, genau. Einmal Treibstoff nachfüllen. Klick, 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 klick. Klick. Nichts mehr. Die laufen alle, wie sie laufen sollen. Naja, du solltest eigentlich andere Module drin haben, aber ne, kann gerade nicht craften. Kupfer muss immer noch mehr. Es geht zu nah an die Basis ran. Also ja, die Basis wird nicht mehr lange da sein, aber das ist nicht der Punkt. Wir haben hier eh schon ein Fließband. Wir könnten da unten auch gleich noch Kupfer abbauen. Ja, ja, warum nicht? Ich habe leider keine Schmelzöfen, aber ich kann den Rest schon mal vorbereiten. Ich kann da runtergehen, ich kann das Muster noch da weiterverarbeiten, ich kann schon mal die Drills hinstellen. Und eventuell das Kupfererz in irgendwelche Kisten packen lassen. Weil später, wenn die Schmelzöfen da sind, sie gleich volle Pulle arbeiten können. Oh, das klingt nicht schlecht. Du dazu. Ja, sehr schönes Kupferfeld. Bitte erweitere das Muster in die Richtung. Alles richtig, alles richtig. Dahin, dahin. Mehr haben wir erstmal nicht. Aber hier wird noch einer hinkommen. Den Rest machen wir mit diesen komischen Poles. Mach mal hier und da. Da und da. Eigentlich hätte ich ganz gerne noch ein Feld weiter. Da. Dann ist aber hier eine Lücke. Das ist nicht gut. Mach das so, dass da keine Lücke ist. Da ist hier aber eine Lücke. Ja, lässt sich nicht ändern. Ah doch, lässt sich ändern. Zack. Okay. Fließbänder habe ich natürlich keine dabei. Nee, komm später hin. Ich kann schon mal die Poles setzen. Und zwar so, dass auch die Schmelzöfen schon Strom von denen bekommen. Bei denen hier geht das nicht so gut. Dann mache ich mal so. Dann müssen die Ärmchen... Da kommen keine Ärmchen hin. Da kommen die Schmelzöfen hin. Da und da, glaube ich. Dann kommt hier Schmelzofen, Schmelzofen, Schmelzofen. Und die Ärmchen haben Strom und können es auf dem Fließband legen. Ja, klingt gut. Okay. Achso, das Ding muss noch angebaut werden. An das da. Jetzt arbeiten die schon mal alle. Und ich haue einfach ganz normale Eisenkisten hin. Da schon mal eine Kiste voll Kupfer auf die Schmelzofen wartet sozusagen. Auch wenn ich nichts bringt, weil die Schmelzöfen genauso schnell sind wie die Drills, aber ja. Hauptsache sie arbeiten. So, Strom ist nicht gut. Ja, das da. Es wird ein Horror werden, sobald das komplett auf beiden Seiten ist. Wir müssen auf jeden Fall das da dicht machen. Ich gucke mal, wie viel Sand wir haben. Wenn wir genug Sand haben, dann baue ich einfach die Ostmauer mit Sand zu Ende. Scheint irgendwie einfacher zu sein als mit Stein. Das ist komisch.
Aber Sand ist halt wesentlich schneller ranzukommen als Stein. Oh, und meine, die da. Sollte ich auch noch hier reinschmeißen, damit die Construction-Roboter schon mal die aufstellen können. Normale Rohre? Habe ich noch normale Rohre? Nein. Die hätten wir auch reinschmeißen können. Brauche ich auch nicht mehr wirklich. Dich auch nicht. War das alles an Boilern? Ja, war alles an Boilern. Okay, die werden jetzt aufgestellt. Komm schon, Zeit mit Kupfer. Ist immer noch kein Kupfer. Oh Mist. Okay. Ich habe die da oben immer noch nicht angeschlossen. Ich wollte, ich glaube vor 2 Folgen, das da oben weitermachen, wenn ich Fließbänder habe. Hab die Fließbänder zwar geholt, aber für was anderes benutzt. Bitte schließ das da oben auch noch an. Genau. So. Okay, nochmal 2 mehr. Aber ich habe den Verdacht, das wird immer noch nicht reichen. Ja. Okay, aber die Power Armor dauert schon mal nicht mehr lange. Das ist beruhigend. Wie schaut es stahlmäßig aus? Sehe ich immer noch nicht hier drin. Bestimmt werden irgendwelche Kisten wieder gefüllt mit Stahl. Ja, hier. Her damit. Damit ich gleich genug habe, um die ganzen Kapseln zu bauen. Oh, oder eine MK2-Schild. Ich muss so viel bauen. Also, ich hätte gerne noch ein zweites Paar Beine. Also, eigentlich ein drittes Paar Beine sozusagen. Damit wir noch schneller laufen können. Auch wenn das recht lustig aussieht. So als Zentauren-Techniker. Ja, das Problem bei denen war nur, dass sie ziemlich viel Strom verbrauchen. Und eventuell einen zweiten davon braucht. Weil, ja, obwohl, die brauchen nur 200, du stellst 750 hier. Wie viel verbraucht ihr? 360. Ja. Also wir können ja nicht durchgehend die Schilder mit maximaler Geschwindigkeit aufladen. Ist auch nicht so gut. Bessere Batterien könnten helfen, das Ganze so ein bisschen rauszuzögern. Aber die können, also die kleinen können nur 2 Kilojoule. 1 Kilojoule speichern. Das macht das Ding hier in einer Sekunde fast. Guck ich, wenn es soweit ist. Das ist jetzt egal. Öl? Immer noch nicht okay. Wir haben die aber richtig angeschlossen, oder? Oh, du hast keinen Strom. Das ist nicht gut. So, jetzt sollte es okay sein. 8,0, 9. Komm, spring auf 10, dann weiß ich, dass du dich staust. Springst nicht auf 10. Aber sollte schon mal nicht so eine hohe Mangelerscheinung sein, wie es vor dem Fehlerbeheben hier war. Betrüllung ist auch wieder ein bisschen da. Ja, ist okay, ist okay. So, hier drin hätte ich jetzt ganz gerne 40 blaue Chips. Wie gerufen, wie gerufen. Damit ich im Notfall noch einen davon bauen kann. Okay. Tungstenmauern. 5000. Ja, ist immer eben 6 oder 7 Mal so stark wie die hier. Aber halt Tungsten, ne? Ist ein bisschen problematisch. Oh. Stein. Also theoretisch bräuchten wir ganz, 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 ganz viel Stein, um oben das da zu füllen. Praktisch gesehen brauchen wir das aber noch nicht. Also könnte ich den Stein jetzt doch nutzen für Steinmauern. Naja, komm, wir gucken jetzt mal nach dem Sand. Das wollte ich ja eigentlich eh schon machen, bevor ich abgelenkt wurde von dem Fehler, den ich vor 2 Folgen gemacht habe. Bevor ich abgelenkt wurde von dem Fehler, den ich davor gemacht habe und so weiter. Gucken wir jetzt mal einfach, wie es da aussieht. Also lauf da runter, guck, wie viel Sand da ist, nimm alles mit und mach daraus Sandsäcke. Definitiv genug Sand. Okay.
Das heißt, die Sandsackproduktion wird angeschmissen. Da haben wir ganz viele Sandmauern und ich baue keine einzige Steinmauer mehr. Da. Sand. Achso. Das wollten wir verteilen. Genau. Sandsäcke fliegen. Du bist am Arbeiten. Kriegst ein Pollution-Modul. Alles gut. Okay, also nächste Folge ist die Power Armor fertig. Dann befüllen wir die Power Armor und zerstören hoffentlich die Basis. Fangen dann an, hier eine Mauer runterzuziehen. Eventuell vorher schon dafür sorgen, dass unser Substation-Muster bis da hinten auch hingeht, damit wir die Mauer von vornherein an der richtigen Stelle ziehen. Kostet nur halt wieder Stahl. Aber das kriegen wir hoffentlich auch hin. Und ich sollte nächste Folge auch wieder anfangen mit Forschung. Hellblaue Tränke sollten sich jetzt erholt haben. Es wird dadurch aber noch mehr Ressourcen rausgesaugt, weil halt alle Tränke neu nachproduziert werden müssen. Aber ohne Forschung geht's halt nicht. Das gucken wir dann gleich.